Ich habe angefangen, Geige zu spielen mit 5 und habe das eigentlich ganz lange zum Spaß gemacht. Und irgendwann durch Orchesterspielen und Ensemblespielen kam dann immer mehr die Lust, auch das noch intensiver zu machen. Und ich habe mich eigentlich recht kurzfristig vom Studium erst wirklich für Musik beruflich entschieden. Vor dem Probespiel ist man natürlich dann in den Garderoben hinten und hier in den Fluren hängen auch viele Tafeln mit der Geschichte vom Gewandhaus und es gibt sehr viele große Persönlichkeiten, die hier gewirkt haben. Und das war natürlich ganz besonders. Es war auch ein bisschen einschüchternd, beziehungsweise man hat einfach großen Respekt davor gehabt. Und der Bratsche, das Tolle finde ich, ist, dass es einen sehr edlen Klang haben kann, sehr warm. Und es gibt auch so eine Nähe zur menschlichen Stimme. Ich finde dadurch den Ausdruck oft wahnsinnig berührend. Und ja, deswegen bin ich nach wie vor sehr verliebt in das Instrument. Als Mensch, als Persönlichkeit wäre Barack Obama, weil er einfach sehr werteorientiert ist und sehr zielstrebig und sich auch nicht durch Stimmungen der Zeit aus der Ruhe bringen lässt und hat einfach einen riesigen Humor. Ja, Musik ist für mich einerseits natürlich jetzt der berufliche Aspekt, mit dem ich jeden Tag zu tun habe, aber eigentlich darüber hinaus und noch viel wichtiger ist Musik was mich eigentlich immer glücklich macht, was mich auch in einer gewissen Weise vollkommen macht. Ich glaube, wenn es die Musik nicht geben würde, dann wäre ich einfach jemand ganz anderes.